Hallo und willkommen zurück zu Amnesia, Machine for Pigs. Ihr seid auf Rudi spielt, ich bin der Diner und wir kämpfen uns jetzt hier durch dieses Abenteuer. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was erfahren, was so Sache ist, wobei eine Erklärung, was passiert ist und warum und weshalb, haben wir nicht bekommen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen weiter um. Hier können wir noch ein bisschen Möbel rücken, aber eigentlich können wir sie auch stehen lassen. Und wir hören die ganze Zeit diese Spieluhr, die mal lauter und mal leiser wird. Ah, hier sollten wir eventuell mal in die Schubladen reingucken. Da, ein Brief. Wir kommen kaum dran. 24. Februar 1899. Ja, sagte er. Ich kenne diese Ruinen. Er war ein schäbiger Kerl. Ganz zerfressen von einer übelriechenden Krankheit. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich komisch ansah, als ob er wissen wollte, wie ich von ihnen erfahren hatte. Ich hielt mein Verlangen zurück, ihm für seine Respektlosigkeit ein Sofort zu geben, und sagte ihm, in der Bibliothek meiner Familie gebe es faszinierende Reisebücher. Natürlich war das diesem ungebildeten Einfallspinsel zu hoch. Er stimmte trotzdem zu, uns zu führen. Ich habe den Kindern erzählt, dass dies wahrlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Wenn diese alten Steine so viel Geld einbringen, wie ich voraussehe, wird es lediglich das erste von vielen sein. Eine wirkliche Aufklärung war das jetzt nicht. Haben wir hier noch was Gutes drin? Nee. Bisher eingesammelt haben wir nichts großartig, aber wie gesagt, wir haben auch bisher kein Inventar. Insofern, vielleicht sammeln wir ja auch gar nichts ein. Draußen ist nicht so schönes Wetter, so wie es scheint. Oha. Das ist hier noch eine ganze Wohnhalle. Das muss ein Riesenhaus sein. Die Türen hier auch alle verschlossen. Wir kommen hier in keinem Fall weiter. Schon wieder. Wer spielt denn jetzt Piano? Ich habe mir den Vorläufer vom Grammophon, also so sieht's aus, wie so ein ich weiß gar nicht, wie hießen die denn? You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martin pills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the Ministry sent me, that they have concerns. Ein Phonograph, genau, so heißen die Dinger. Der Vorgänger vom Plattenspieler oder vom Cellospieler. Oh! Raus, Klima hier! Ich glaube, wir haben gerade irgendwie ein schlechtes Wetter draußen. Gut. Das Piano spielt auch nicht mehr. Können wir jetzt übernehmen vielleicht? Komm, wir stellen den Stuhl nochmal richtig hin. Nein, können wir nicht. Schade. Ich hätte jetzt gerne auch noch so ein Stück gespielt hier. Was haben wir denn hier? Haben die gepokert? Sieht nach Poker aus, oder? Mit den ganzen Chips. Was haben wir denn Gutes auf dem Tisch liegen? Die Karte können wir ja nicht. Aber anscheinend saßen wir hier mit irgendjemandem. Ich glaube kaum, dass das die Kinder waren. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Tür. Eine Tür, die mir fast nicht aufgefallen wäre. Ich lasse sie mal so halb offen stehen. Denn ich wollte zunächst mal gucken. Achso, nee, hier ist eh verschlossen. Okay. Also geht's hier auf jeden Fall weiter.
Das muss ein Riesending sein. Eine Riesenvilla muss das hier sein. Also kannst du uns doch eigentlich finanziell zumindest nicht so schlecht gegangen sein. Huch. Telefon. Hallo? Precious Eagle Cactus Fruit. Help us. Oh, alter Kaktusfrucht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Roboter, wie man ihn früher sich so vorgestellt hat. Zwei Augen, ein großer Mund. Aber das ist unsere interne Telefonanlage anscheinend. Oder das insgesamt auch die Telefonanlage, ich weiß es nicht. Irgendwo haben wir hier eine Maschine laufen. Oder ist das dieses Telefon? Ich weiß es nicht. Da haben wir noch einen Brief und wir haben noch was in unseren Notizen. Die Klagezimmer. Wo wir einst saßen, um Lilis Hinscheiden zu beklagen. Unter Waffen, zu schwach zum Bezwingen der Engel, um sie aus dem Himmel zurückholen zu können. Schau hinter die Gemälde, Oswald, wo du ihr einst beim Baden zusaßt. Die Kinder müssen diese Geheimorte entdeckt haben und sich dort verborgen haben. Also man merkt auch vielleicht, die Übersetzung ist nicht astrein, aber deutlich besser zum Teil als andere Spiele. Wir haben noch einen Brief. 7. November 1898. Die Bank sperrt sich gegen den Kredit. Diese ignoranten Schweine. Nachts, wenn die Kinder und Diener fest schlafen und mich nicht hören können, weine ich alleine. Mein Liebling, oh wie sehr ich dich jetzt bräuchte. Sie sagen, dass ich mein Vermögen verprasst habe. Dass meine Investitionen in die neuen Maschinen den Familiennamen ruiniert haben. Wie bitte? Ich soll ein hiesiger Metzger bleiben? Was sind diese beiden Waffen im Vergleich zu der Vielzahl derer, auf die man ohne Bezahlung, ohne Mühen, durch Adaption der Mechanismen Zugriff hat, die man in Webstühlen und in Mühlen finden kann? Wenn sich die Bank aber durchsetzt, wird alles umsonst gewesen sein. Ich schwöre, sollten sie sich das Haus holen wollen, dann werde ich sie töten. Ich werde sie alle töten. Mein Gewehr werde ich nehmen. Mein Gewehr. Und wir werden uns jetzt auch ein Gewehr nehmen. Glaube ich, oder? Das hier zum Beispiel. Ah, guck mal, da ist es auch so ein bisschen zerkratzt. Ah. Und ich habe hier ein Geräusch. Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Eine Geheimtür. Und beim Baden? Na gut. Schau. Die Kinder. Das ist der Flur hier vorne gewesen. Was können wir hier machen? Ich glaube, wir haben nur die Tür zugemacht jetzt. Aber wenn die Kinder außerhalb sind... Ah, das sind die Bilder, wo wir durchgucken. Das ist unser Raum, in dem wir gerade standen. Hier hängt noch ein Brief. Uhrwerk und die Seele. Ersatz ist unbefriedigend, ähnelt sehr einer... Ersatz ist unbefriedigend, ähnelt sehr einer Pumpe. Besser den Darmkanal wie ein Bandwurm. Beherbergt bereits die Industrie und die Brut. Messing besser als Kupfer. Widerstandsfähiger. Fäden auf Knochenunterlage genäht. Markröhrenentfernung mit Nadelpotenzial. Verbundersatz unkompliziert reagiert auf elektromagnetische Reize zur Steigerung des Umsatzgrades. Serum ermöglicht beschleunigte Zurücksetzung, was zu naturalisierter Bewegung innerhalb von 2 bis 3 Tagen führt. Dem Probanden muss immer noch der Stirnlappen abgetrennt werden, um nach der Reaktivierung emotionale Verzweiflung zu reduzieren. Verdammt, verdammt nochmal, verdammt sei diese klägliche Seele, wenn sie nur ein Uhrwerk wäre. Uhrwerk, ist das ein Hinweis?
Hier waren wir einst. Sind es Bilder der Kinder? This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Was haben wir hier gemacht? Waren wir das alles? Wer hängt hier alles? Hier ist noch ein Hebel. Eine weitere Geheimtür. Und das ist wiederum, glaube ich, ein Flur, wo wir nicht waren. Sollen wir die Tür offen lassen? Ich werde sie mal nicht ganz schließen, dass man den Geheimgang noch sieht. Weil ich nicht weiß, das müsste eigentlich der einzige Weg sein, den wir zurücknehmen können. Und ich weiß nicht, wie man ihn öffnet. Also anscheinend ist momentan ein bisschen Erdbeben. Zu Lillys Ehren ein Bankett. Wir machen diesen großen Mund über den Kamin fest und inhalieren die Welt und saugen die Feen und all den Unsinn aus deinem schmutzigen Herz. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Bilder in der Aufnahme mit drin sind, denn zumindest bei mir bleibt die Frame-Anzeige von Dextory dann stehen. Aber ja, ich lese euch zumindest vor, was auf den Sachen steht. Halten Sie zum Rennen. Rennen? Och, ich will nicht rennen. Rennen heißt doch immer, dass irgendjemand kommt. Ich habe doch gesagt, ganz zu Anfang des Let's Plays, dass das ein ruhigeres Spiel ist, wo man nicht so viel wegrennen muss. Diesen Weg lang. Ah, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das der richtige Weg ist. Eine große Halle. Diese Stimme am Telefon. Er spricht so, als würde er mich kennen. Und ich scheine mich tatsächlich an ihn zu erinnern. Wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Ich spüre, dass wir miteinander verbunden sind. Aber wie? Das verstehe ich nicht. Ich bin ein ertrinkender Mann, der in sein eigenes Haus nach der Oberfläche krallt. Unter mir, das weiß ich, befinden sich wunderschöne Konstruktionen, verborgen in der Dunkelheit, wenn ich nur die Eingänge finden könnte. Also suchen wir Kellereingänge. Und wir erinnern uns selbst an schon wieder die Kinder. Und wir erinnern uns selbst daran, diese Maschinen im Keller konstruiert zu haben, aber wissen nicht mehr, wie man da hinkommt. Okay, machen wir hier das Licht noch an. Auch hier, wir machen mal überall Licht an. Hier können wir eh nirgendwo durchgehen, aber trotzdem machen wir Licht an. Hier haben wir eine Bar. Steht da jemand? Ne, ich glaube, da steht niemand, oder? Das ist eine Pflanze. Das sah im ersten Moment aus, als wenn da jemand stehen würde. Ganz schön nobel eingerichtet hier alles. Eine Bar, habe ich ja gerade schon gesagt. Ein Kamin. Da ist ein Fleck am Boden. Und wir haben auch eine gut gefüllte Bar. Ein guter Punkt, um mal eine kurze Pause zu machen. Das war die heutige Folge von Amnesia in Machine for Pigs. Ihr seid bei Rudi Spielt. Ihr dürft natürlich gerne diese Folge kommentieren, bewerten und so weiter und so fort. Ich sage bis dahin, bis morgen. Ciao.